Die goldenen Hörner. Es waren einmal zwei Männer, die wollten in den Wald gehen, um Tiere zu jagen. Als sie dazu alles vorbereitet hatten, zogen sie los. Ihr Weg führte sie an einem Dorf vorbei, das schon vor langer Zeit verlassen worden war. Der Dschungel hatte begonnen, die Hütten zu überwuchern, und so machten sie, dass sie weiterkamen. Aber plötzlich hörten sie ein Geräusch und blieben stehen. Es war wie das Brüllen einer Kuh, das der Wind zu ihnen herübertrug. Sie überlegten, wenn das die Stimme einer Kuh war, so muss hier doch noch ein Mensch geben. Darum kehrten sie um und bahnten sich einen Weg durch das Gestrüpp, das jenes Dorf überwucherte. Aber sie fanden nichts Lebendiges, so viel sie auch so suchen mochten. Also machten sie sich wieder auf den Weg. Ihre Ohren mussten sich getäuscht haben. Doch als sie aus dem Dorf herausgefunden hatten und weiter wandern wollten, da hörten sie das Brüllen der Kuh zum zweiten Mal, und wieder kam es aus der gleichen Richtung. Sie wendeten sich zurück und suchten in der Gegend, aus der das Geräusch gekommen war. Da fanden sie schließlich auf einem Hügel das Skelett einer Kuh, die schon lange, lange tot gewesen sein musste. Sie hoben die mannshohen Hörner der Kuh auf, jeder eins, und nahmen sie mit. Ihre Last war schwer, und so wollten sie lieber nach Hause gehen, statt zu jagen. Kurz vor ihrem Dorf gab es ein Flüsschen, dort wollten sie baden, um ihre müden Glieder zu erfrischen. Sie legten die Hörner der Kuh am Ufer nieder und tauchten ins Wasser. Die Wellen bespülten das Ufer und spritzten auch die Hörner. Da sahen sie, wie die Hörner anfingen zu glänzen und immer mehr zu strahlen und zu funkeln. Schnell schwammen sie ans Ufer, zogen sich an und gingen nach Hause. Die goldenen Hörner nahmen sie mit und legten sie in einen Schrein. Von Stund an belebt sich ihr Handel. Silber und Gold kamen in ihr Haus geflossen und überschwemmten es ganz und gar. Da bauten sie sich vornehme Häuser, wie es wohlhabende Leute geziemte. Nun waren sie reich, doch vergaßen sie nicht, ihren Reichtum zu teilen. Sie stifteten einen Tempel und nannten den Tempel der alten Kuh. Im Dorf Tapitileng bei Supanaburi steht er noch heute.